Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und ich bin der Leader der Zombie Cowboys. Und ich bin nicht nur der Leader, nein, ich bin auch der Präsident von Los Santos und Plain County. Perfekt. Und ich melde mich zurück mit einem neuen Video auf dem Zug, auf dem Train. Und ich töte nun als Einschüchterung für die anderen Clans in GTA diesen Zugführer. Im Namen von Rockstar Games, im Namen der PlayStation 4 und im Namen der PlayStation 3 und im Namen der PlayStation 2. Vielleicht auch noch im Namen der PlayStation 1. Richte ich dich nun hin, weil du im falschen Clan bist. Perfekt. So. Gehen wir mal wieder weiter auf den Clan. Auf den Zug. Wer bist du? Ender Griffer. Lass mich mal gucken. B204, perfekt. Ich bin der Leader der Zombie Cowboys. Level 7. Worldlist. Perfekt. 55.000 Mitglieder. Offiziell. Inoffiziell über 100.000. So. Paar Kommentare beantworten. Erstes Kommentar. Bist du verrückt geworden? Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht verrückt geworden. Lieber unbekannter YouTuber, der mir einen Kommentar gestellt hat. Ich bin auch nicht zur Terrormiliz Islamischer Staat gewechselt. Nein, ich habe nur eins, ein Glaube. Ein Glaube daran, in GTA 5 eine bessere Welt zu erschaffen. Eine Welt ohne Cheaten, ohne Hacken, ohne Modden, ohne Nutten und ohne Polizei. Das ist das, was ich will. Meinen eigenen Staat kreieren. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. YouTube, Gamescom und James. Warte mal, das war Pokémon. Entschuldigung, ich habe da irgendwie meinen Text vergessen. Aber ist auch egal, ob das jetzt Pokémon war oder nicht. Wir sind mega stark. Oh fuck, ist einer hinter mir. Passivmodus reinmachen. Godmode reinmachen. Godmode aktiviert. Perfekt, da ist ja blau. Das ist ein PSN-Freund. Das sehe ich erst jetzt. Mann, ich muss mich mal ein bisschen hier... Blick mir gar nicht mehr hier durch hier. So. Ihr habt gesehen, unsere Härte. Und ja, Kommentare beantworten. Hast du Drogen genommen? Nein, ich habe auch keine Drogen genommen. Lieber unbekannter YouTuber, der auch einen Kommentar hier abgegeben hat. Ich habe keine Drogen genommen. Da gibt es andere YouTuber, wo wir mal keine Namen nennen wollen. Zum Beispiel Montana. Das ist ein... Naja, ich sage jetzt mal nichts. Aber ist mir auch egal. Ich habe keine Drogen genommen. Bist du schwul? Nein. Drittes Kommentar, was ich beantworte, ist ebenfalls nicht. Ich bin weder noch schwul. Noch bin ich lesbisch. Ich stehe auf Frauen. Ganz normal, traditionell. Wobei, das muss ich hier auch noch mal ganz klar sagen, ich nichts gegen Schwule habe, sondern ich habe nur was gegen Leute, die mich als schwul bezeichnen. Das sind meistens sechsjährige kleine Kinder, die den ganzen Tag Dena schauen oder Unge und dann
in einer Parallelwelt leben und dann, wenn sie mit der Schule fertig sind, mit ihrem Longboard durch die Straßen fegen und einen auf YouTube-Star machen. Das sind die kleinen Kinder. Krass eigentlich. Naja, ist mir auch egal. So, eine SMS habe ich bekommen. Ich schau mal rein. Pfiffig. Ich liebe dich. Pfiffig. So. Sorry, ich musste mal aussteigen. Ich muss mich ein bisschen bewegen. So, was ist das für ein cooler Helikopter, den wir hier haben? Ihr seht, wir sind bestens ausgestattet militärisch. Das müsste Panzerglas sein. Eigentlich müsste es Panzerglas sein. Mal gucken, ob es Panzerglas ist. Es ist kein Panzerglas, heißt das. Bist du dir sicher? Das ist ein US Army Helikopter. Der muss gepanzert sein. Okay, er ist nicht gepanzert. Warte mal, lass mich auf die andere Scheibe schießen. Warte mal, das ist doch... Warte mal hier, ist das denn gepanzert? Achtung, ich schieß mal auf deinen Arm. Eindeutig nicht gepanzert. So. Und nochmal an alle Hater, ihr Muschis. Für jedes Hater-Kommentar gibt es 60 neue YouTube-Videos auf meinem zweiten Propaganda-Channel. Das sind jetzt schon 200 neue YouTube-Videos innerhalb von 2 Tagen hochgeladen worden. Und ich mein's ernst. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Alto Games kommt auf der PlayStation 4. Oh. Come and take it, bitch. Perfect.